Hallo Leute, wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs und ihr habt an der Überschrift, Unterschrift, was auch immer, schon gesehen, dass das hier wieder ein FMA wird. Also follow me around, diesmal zur Bibliothek, da ich ja oft hingehe und ihr oft Neuzugänge und Reviews und sowas seht, dachte ich, nehme ich euch mal mit, wenn das geht. Ich hoffe, es schmeißt nämlich keiner mit meiner Kamera da raus. Der Wind weht ein bisschen, ein paar Leute sind unterwegs, es ist Mittwoch und jetzt schon 12. Deswegen gehe ich gerade zur U-Bahn. Ich muss meine Freundin gleich noch vorwarnen, dass ich ein FMA drehe, so. Und damit sie halt nicht reinkommt, wenn ich drehe oder was spricht, weil sie da eigentlich nicht rein will. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, Entschuldigung, wenn es wieder so sehr wackelt. Ich gehe gerade. Dann, ja, bis zum nächsten Shot sozusagen. Bis gleich. Na, mal sehen, was wollen wir denn heute? Was ist das? Nein, keine Luft. Entweder kenne ich alle schon oder keine Lust. Ach, hier ist zurück nach Hollywood. Da habe ich ja gerade den Seitenteil zurückgebracht. Nichts. Immer noch was bis hier zu suchen hat. Nein. Bücher, die mache ich nicht so oft auf. Hier lege ich auch eher weniger auf. Gehen wir mal zu Science Fiction und Fantasy. Worauf habe ich denn heute Lust und was ist heute da? Noch nichts, ist auch noch leer. Wie ihr seht, mein Kopf.
Oh, Anna. Hab ich zu Hause schon gelesen? Nein, nichts für mich. Sein, dass ich heute nichts auslege. Oh, die Reihe ist richtig gut. Die hier. Na, guck. Die. Das. Oh, der dritte Teil da vorne. Okay. Kann ich nicht jedem empfehlen. Richtig gut. So, und hier rechts ist übrigens Boys and Girls Abteilung. Ich stöbe jetzt noch ein bisschen und ja, jetzt sind noch später Zeitschriften und da seht ihr Comics und hier oh sind das. Irgendwie bin ich wohl in den Kopf gekommen. Die zu den Comics gehören, aber ja, das sind halt Mangas, halt japanische Comics sind. Habe ich leider schon länger nicht mehr ausgeliehen, aber muss ich auch mal bald wieder. Und ich habe schon was gefunden hier. Teaser, ich zeige es euch noch nicht, weil ihr es ja dann in den Neuzugängen seht. Dann gehen wir gleich wahrscheinlich runter zur Erwachsenenliteratur und vielleicht die VDX mal. Da kann ich die dritte Fantasie kaufen. Und da gehen auch die Pflanzenbücher, die sind auch ziemlich verdient. Da sind Bye.